Da sind wir wieder. Ich hatte jetzt leider, also beim letzten Mal, wo wir die Sophie getötet haben und es dann noch diesen Schreiger von dem Wadel, da gab es noch eine kleine Szene in der Villa, wo die noch darüber geredet haben, so ein bisschen miteinander geredet haben und so, ne? Also die Aufnahme, die war da quasi zu dem Zeitpunkt schon voll. Also der Aufnahmespeicher, sag ich mal, ne? Und ich habe das nicht gemerkt. Deswegen fehlt die Szene jetzt quasi in meinem LP. Das war jetzt aber tatsächlich nicht so viel. Die haben halt, wie gesagt, in der Villa noch ein bisschen geredet und bla bla bla, dass der Seth jetzt Galleon wohl befreien will und so. Alles grob zusammengefasst, ne? Da muss ich, denke ich mal, muss ich das jetzt nicht nochmal unbedingt zeigen. Borgol. Uneinnehmbares Gefängnis. Genau, stimmt. Da sollten wir dann ja, glaube ich, als nächstes hin. Ich würde aber tatsächlich nochmal gerne campen, wenn ich darf. Hehehe, was geht denn bei dir ab? Und jetzt, was willst du, Kumpel? Tun was? Nadja oder Martia? Hehehe, du schlauer Fuchs. Sei doch einmal ernst, das geht dich. Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Sei doch nicht so schüchtern, komm schon. Es ist nicht, dass ich schüchtern bin, es ist nur das. Oh, komm schon, Seth, Nadja hat ihre Augen nur für dich, aber um ehrlich zu sein, Martia ist viel heißer. Klar, ihr zwei hattet eure harten Zeiten, aber mit den richtigen Schritten bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr wieder zueinander findet. Manche Typen haben dieses ganze Glück. Halte mich auf dem Laufenden und mach etwas draus. Nein, mach ich nicht. Aber immerhin 5 Stärke. Und er plus 8 HP, plus 2 Verteidigung, aber minus 1 Stärke mit seiner Geschwindigkeit. Aber er lernt den Modus Kill. Gut. Zef, nach all diesen Jahren ist das die erste Chance, wo wir miteinander reden können. Es scheint unmöglich, dass sich unsere Umstände so verändert haben. Bist du sicher, dass du gegen kämpfen willst, die einst deine Kameraden waren? Ich muss es tun. Mit dir werde ich es schaffen. Nein, ich schaff's auch ohne dich. Wir werden es schaffen. Ich muss es tun. Alles ist wegen Grant passiert. Wir schaffen das, Seth. Nein, ich schaffe das. Du wirst meine volle Unterstützung haben. Brauche ich aber nicht. Ich schaffe alles alleine. Ja, plus ein Stärke, plus eine Verteidigung, plus einmal SP, plus einmal Verteidigung, plus 2 C. Und Agilität. Ja, warum nicht? Seth, du musst wissen, dass ich immer bei dir sein werde. Ich brauche dich nicht. Du kannst mir auf mich zählen. Ich sage, ich brauche dich nicht. Ich werde dich beschützen, nein, werde ich nicht. Aber es wird sehr gefährlich. Ja, aber wir werden es schaffen. Ich werde dir helfen. Musst du nicht. Grant muss aufgehalten werden, egal was es kostet. Ihr wisst nicht, was er erreichen will, aber wir werden das zusammen herausfinden und diesen Tag wieder Ende bereiten. Ich bin bei dir, Seth. Plus 3 Verteidigung. Plus 3 HP, minus 1 Stärke, minus 1 Verteidigung, plus 1 SP. Ne, C und plus 1 Guess und Ungeduld. Was hindert? Dunkelschale. Okay, interessant. Naturschale. Interessant, dass es hier hin und wieder beim Camp wohl auch was abzustauben gibt. Notration. Habe ich natürlich nichts gegen. Arcana. Ewigwächter. Ach, hier kann man die Seiten dann wohl nachlesen. Messing Element Waffe. Okay. Ewigwächter. Ressourcenfähigkeit zu aktivieren. Naja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. So, sollen wir den armen Hund denn wieder was spenden? Ich bin gerade ein bisschen zu geizig. Nee, aber sonst haben wir ja. Oh mein Gott. Von allem mehr als genug, würde ich sagen. Spät. Jormungandr, dieser Dreckskerl, wird mich umbringen. Da hast du recht.
Wunderschönes Morgen mal eins. Was? Oh nein. Oh ja. Sie sind alle tot. Sie zeigten keine Gnade. Was ist, wenn die Gefangenen auch getötet wurden? Gellien, schnell, wir müssen uns beeilen. Ja, cool. Ich meine, einerseits ein bisschen schade, dass wir uns persönlich nicht erinnern konnten, aber alle Soldaten, die uns hier so weit verfolgt haben, diese scheinen tatsächlich alle tot zu sein, ne? Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach versagt haben oder so. Ne, aber cool. Dass die soweit alle tot sind. Das ist ja alles, was zählt, nicht wahr? Die Hauptsache. Ob wir jetzt diejenigen sind, die sie letztendlich getötet haben oder andere, ach, das ist doch wohl egal. Wie gesagt, für die Genugtuung wäre es natürlich besser gewesen, wenn ich sie selbst getötet hätte, aber naja, ist auch so okay. Nee, aber anscheinend. Ich glaube, es gibt hier in dem Bereich zumindest noch nichts. Da müssen wir wahrscheinlich noch verdreckter geradeaus gehen. Ja, zumindest die allermeisten Koboldritter, wie sie da alle heißen, sind tot. Leuchtatlas. Heilige Rüstung. Mit heiligen Rüstung? Ah, nee, das ist hier gar nicht gut. Zumindest für ihn. Heilige Rüstung. Ja, das ist dann definitiv besser. Was könnte sie denn noch nehmen? Eigentlich das hier ist ganz gut, ne? Oder die Schmierenschuhe? Ne, die sind nicht ganz so gut. Ja, das hier gibt natürlich nochmal ordentlich Verteidigung. Das andere sinkt gar nicht so sehr. Ich glaube nämlich die Tickrüstung. Der Rest sollte doch eigentlich passen. Ich überlege gerade. Für sie ist dann glaube ich doch eher hier der Wasserschild ganz gut, ne? Wegen ihrer Psy-Kraft dann. Heilige Rüstung besser, ja. Ja, finde ich gut, dass ihr alle tot seid. Nichts Geringeres habt ihr euch verdient. Ja, und die ganzen Leute, die uns hier damals gesucht haben, ja, die sind dann wohl auch jetzt, ne? Nicht mehr. Ja, die weilen nicht mehr unter uns. War. Er ist tot. Ja, cool, der auch. Wer könnte das getan haben? Scalefirms, maybe? I'd rather not fight. If you don't have to. Das ist ein Label, das ist unglaublich. Oh, überhaupt keine Bedrohung, nicht mal in der Zeit. You have to do better, if you want to beat me. Hätte ich bedenken können, Scarlet Worms, ja, hätte ich vorher sagen können. Sie sind wegen Gellien hier. Sie müssen Käfer umgebracht haben, weil er für die Geschäfte zwischen ihnen nutzlos wurde. Wenn die Worms noch hier sind, haben wir vielleicht noch die Chance, Gellien herauszuholen. Gehen wir zu den isolierten Zellen und suchen ihn. Ein Truck. Echt jetzt? Zip! Ah, er ist wahnsinnig geworden. Seht ihr? Ich hab's doch gesagt. Schnell, kommt nach unten. Da sind noch mehr Trucks. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn einholen. Es ist vollbracht. Was zur Hölle ist das für ein Teil? Dr.
Dr. Bureau nannte es Genesis. Genesis? Der Prototyp eines künstlichen Orihalkon-Herzens. Dr. Bureon meinte, dass dies der erste Schritt zu einem Supersoldaten mit magischer Begabung wäre. Wie klischeehaft. Ihr wollt mit Hilfe der Wissenschaft also Supersoldaten erschaffen? Ihr habt so viele Filme gesehen. Halt die Klappe! Komm schon, du Drecksack. Erschieße mich einfach. Haha, wenn du nur könntest, euer Boss macht. Auch mich lebendig. Ich weiß, dass ihr mich in eurem Labor nicht so toll behandeln werdet, also müssen wir wohl auf der Fahrt bis etwas Spaß haben. Dieses Genesis-Teil wird mir bestimmt nichts ausmachen, oder zumindest werdet ihr keinen Unterschied merken. Ich bin nämlich bereits schon ein Supersoldat. Ich muss zugeben, dass mir dein Humor gefällt. Ja. Also wie funktioniert dieses Genesis? Ich spüre nichts. Dein Blut wird langsam mit Orihalkon kontaminiert, bis dein Herz aufhört zu schlagen. Dann ersetzt das Genesis dein Herz. Sogar deine ENA wird sich etwas verändern. Wow, klingt eigentlich gut. Ich bin ein Cyborg. Warum habt ihr nicht gewartet, bis wir im Labor sind, bevor ihr dieses Teil benutzt? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Dieser Inkubator Morris hat uns viel zu viel Zeit gekostet. Ich frage mich, wie er nur zum Anführer der Ritter werden konnte. Bah, der war nicht mal einen halben Vanguard wert. Da sind wir uns doch einig, meine Liebe. Hör mal her, wann fängt dieses Teil eigentlich an zu... mein Kopf. Mir ist schwindelig. Endlich ist dieser nervtötende Witzbold für eine Weile ruhig. Gellian, ich hol dich hier raus. Drücke wiederholt X, um die Decke des Wracks zu zerstören, damit du Gellian befreien kannst. Alles klar, bis weiter aus dem Nichts ist. Verdammt, der macht die Karma. Gut. Unterstützung auf Räder, der ist unterwegs vor, da hatte Cobra. Ja, los, ich bin gerade auf. Ah, hier kommt Sam, halt durch! Nadia? Die Weiber lassen mich meinen Granatenwerfer nicht benutzen, also würde ich Nadia wohl allein beschützen müssen. Stich weiter auf den Laster ein, aber pass auf die Skalafirms, die auf dem Motorräder fahren auf. Drücke Z, damit Nadia Magie benutzt, wenn die Magie in der Mitte des Pegels ist. Kümmere dich um die Würms und befreie Gellian, bevor Seth vor dem Monster erwischt wird. So. Muss ich bei diesem gleichzeitig machen? Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Feigling. Warte mal, wer sitzt hier jetzt am Steuer? Naja, gut. Irgendein normaler Soldat nehme ich an. So, jetzt bist du befreit. Wow, das wurde auch Zeit. Ich danke dir, Seth. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wüsste wohl niemand, was die mit mir angestellt hätten. Ich danke euch allen. Nadia, Martia, wie schön euch hier draußen zu sehen. Und du, ich habe dich sicher schon mal gesehen. Kennen wir uns? Ich heiße Ferion. Ich bin ein Maverick. Vielleicht haben wir uns gesehen, als ich in Müsli eingesperrt war. Ah ja, kann sein. Wisst ihr, was lustig ist? Wir waren alle eingesperrt, aber kann ich euch was fragen? Wie zur Hölle seid ihr alle am Leben? Die Mavericks haben uns am Tag der Hinrichtung befreit. Wir sind aus Benedicta geflohen und sind hierher, um dich zu retten. Habt ihr schon mal wegen mir durch diesen ganzen Ärger geschlagen? Wir konnten dich nicht einfach den Würms überlassen. Dieses verdammte Teil. Gellian. Es geht schon. Die Würms haben mir ein neues Herz besorgt, aber das bringt wahrscheinlich nichts Gutes mit sich. Leute, jetzt wo ihr mich befreit habt, könnt ihr mich bitte an einen normalen Ort bringen? Ich habe seit letztem Jahr nicht mehr richtig geschlafen. Gehen wir zurück zur Unterkunft. Da kannst du dich ausruhen und wir müssen uns unbedingt einfallen lassen, was wir als nächstes tun. Als nächstes kann ich einfach mal alles vorbei sein. Wir erklären ja alles auf dem Weg, gehen wir. Dr.
Reisen, ich hätte dich nie wieder erkannt, wenn dir nicht von deiner Veränderung erzählt hätte. Das ist bei dir genauso, Kommandant Werte Gree. Pah, ich und Kommandant Werte gar nichts. Oh, stimmt. Mein Beileid für den Verlust, den du erleiden musst, das kann ich ja nicht verstehen, wie dich das schmerzen muss. Ja, hab auch mein Beileid für deinen Verlust. Ich kann dich genauso verstehen. Danke, Galien. Leute, nach so vielen Monaten sind wir endlich wieder zusammen. Wir sind weit von den Heiligen Rittern und den Wingards weg. Ich glaube, wir können uns erstmal eine kurze Pause verschaffen. Eine Pause verschaffen? Grant weiß, wo wir sind. Könnte die Wingards hierher schicken und allen erzählen, wo unser Versteck ist. Wir können uns auf keinen Fall eine Pause verschaffen. Und ich wundere, dass der Grant nicht schon viel früher da, ja, von erzählte, wo das Versteck ist. Oder beziehungsweise das überhaupt eins ist. Wenn es so würde es Reikard aus einer Kriegserklärung sehen. Dieser Ort ist ihm wahrscheinlich ziemlich egal. Er hat hier drin bereits 700 verschwindet. Ja, vielleicht hast du recht. Wir haben aber nach wie vor ein großes Problem. Wir wissen jetzt, dass er unser wahrer Feind ist. Ich muss ihn aufhalten. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr es aufnehmen werdet. Denkt über eure Zukunft nach. Das ist unser letzter Tag Pause. Am Morgen werde ich mein Leben dafür opfern, Grant aufzuhalten. Ich zwinge euch nicht mehr zu folgen. Diejenigen, die mir folgen werden, treffen sich morgen früh hier. Mich freut es wieder, den Seth zu sehen, den ich vor Jahren kannte. Ich bin stolz auf dich, Seth. Leute, jetzt wo ich hier neu bin, möchte ich mich gerne eurem Boss vorstellen. Wisst ihr, in der Gesellschaft ist Anstand wichtig. Ich würde gerne mit dieser Maggie sprechen. Wo kann ich sie finden? Sie ist bestimmt irgendwo hier versteckt. Wo finde ich sie schon? Endlich etwas Ruhe. Ich gehe ein wenig spazieren und dann gehe ich ins Bett. Aber erst möchte ich wissen, ob es allen gut geht. Ich spreche mit allen. Ich frage mich, was mir auf dem Herzen liegt. Seth, es ist schon lange her. Das stimmt, seit jeder Nacht konnten wir nicht mehr miteinander reden. Ja, seitdem hat sich so viel verändert. Alles hat sich gewendet, Area viel verändert sich und ich bin immer noch im gleichen Leben. Du wolltest doch noch mehr ziehen. Willst du das immer noch? Ja, ich möchte den Schnitzer noch immer aufsuchen, damit er mir den richtigen Weg weist. Aber ich glaube, dass ich hier momentan mehr gebraucht werde. Ich bleibe bei euch. Kommst du mit mir nach Rael oder bleibst du hier und suchst nach Azura? Die werden uns verstecken, sich hier in Raycan. Das werde ich tun. Ich muss Azura finden, danach kehre ich hierher zurück und warte auf dich. Ich möchte dir immer noch von Nutzen sein. Vielleicht geht Neon ja mit dir an das Versteck der Worms. Ihr zwei könnt gegenseitig aufeinander aufpassen. Eines ist klar, ich werde euch nicht alleine gehen lassen. Die Zeit, sich zu trennen, ist noch weit entfernt. Unsere Seelen sind verbunden. In den nächsten Tagen könnten wir weit voneinander entfernt sein, aber die Entfernung ist kein Hindernis für die Geist. Die Geister des Mondes sind in Aufruhr. Etwas läuft hier falsch. Grant plant etwas extrem Gefährliches. Wir werden ihn aufhalten, Seth. Area findet es in Gefahr. Oh ja, das werden wir. Jetzt muss ich jetzt nicht quatschen unbedingt. Und fertig, das Problem war der magnetische Stabilisator. Du bist ein Genie, Neon. Ich habe alles überprüft, aber... Aha, du hast aber noch einiges zu lernen, lieber Yell. Mit Waffen kennst du dich aus, aber Technik musst du noch verstehen. Es ist nie zu spät, um das zuzulernen. Das stimmt. Also tust du mir jetzt wie versprochen einen Gefallen? Ja, ich hab's ja versprochen. Ich möchte, dass du mir einspielst und ein 44er Kaliber daraus machst. Kugeln? Warum brauchst du sie? Keine Sorge, das ist nur ein Symbol. Ich muss sie jemandem geben. Beruhig dich, Mann. Ich benutze sie nicht, um zu schießen. Es ist nur ein eher merkwürdiger Gefallen. Soll ich wirklich deinen Hochzeitsring einschmelzen? Ja. Okay, das dauert einige Stunden. Ich rufe dich, wenn ich fertig bin. Danke dir, Yell. Bitte sehr, Doc. Hallo Seth. Hallo Yell. Ich konnte das einfach nicht überhören. Eine Kugel? Du wirst sie benutzen, nicht wahr? Absolut. Ich benutze sie, um den Skylar-Film sein Ende zu bereiten. Ich werde sie ihren Anführer in den Kopf jagen. Möge meine Liebe zu Rose ihn von seinem Elend erlösen. Du hast dich entschieden, wie ich sehe. Ich muss es tun. Für Rose, meinen Sohn und für Ryzen Health. Es kann wirklich sehr gefährlich werden. Ich weiß, aber trotzdem werde ich es tun.
Ich habe mit Galien gesprochen, als er im Truck war. Konnte er den Ort des Verstecks ausfindig machen. Er sah auf dem GPS-System, merkte sich den Standort der Basis genau. Morgen früh breche ich auf. Ich weiß, dass ich dich nicht umschulen kann, aber bitte nimm Ruder mit dir. Er hat auch einiges mit den Wirms zu klären. Ich bin nicht so voreilig, keine Sorge. Das ist kein Abschiedshelf. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Wenn ich zurück bin, helfe ich dir. Die Zukunft von allem steht auf dem Spiel. Außerdem möchte ich nicht hier rumstehen und nur so zusehen. Fürchte dich nicht, ich bleibe bis zum Ende bei dir. Der Traum von Rose war es, das Leben der Leute mit Hilfe der Wissenschaft und Technologie besser zu machen. Dieser Traum darf in einem Drecksack wie Grant nicht platzen. Das kann ich nicht zulassen. Ich kehre zurück, darauf kannst du dich verlassen. Und wir werden hier auf dich warten, Neon. Aber sicher. Gast mehr. Alles klar. Hey, hier brauchst du Geräte, Rüstungen, Atlas, Bonbons. Ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. So, dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu den Unterkünften. Zum Aufzug. Ich glaube, da muss ich hier nach oben. Nein, ich denke, kann ich tatsächlich schon direkt in die Kabine gehen. Ja. Soweit voll geheilt. Ach so, hey Elbert, ist Ferion in der Nähe? Er ist am Klo. Und du bewachst ihn? Er fürchtet sich davor, dass Leute einfach hereinplatzen. Hey, das passiert öfter als ihr denkt. Das passiert öfter als ihr. Also, du suchst nach jemandem? Ich wollte nur schauen, ob ihr alle hier seid. Jetzt, wo du weißt, dass Cobra noch am Leben ist. Elbert, suchst du sie im Versteck des Scarlet-Würms? Ich denke, dass Neon auch dorthin will. Du hast recht, jetzt wissen wir, dass Demijan noch im Leben ist. Die Würms müssen ihr eine Gehirnwäsche verabreicht haben. Sie war immer diejenige, die für die Armen gekämpft hat. Vielleicht, wenn sie Ferion und mich sieht. Ja, ich bin sicher, dass sie wieder zu uns kommt. Dann, wer weiß, vielleicht hilft sie uns, Grant zu besiegen. Der Typ verdient einige Arschtritte. Verstehe, ich kann es euch nicht übel nehmen, dass ihr zu ihr wollt. Seid bitte vorsichtig, die Würms sind rücksichtslos. Sie denken nicht zweimal drüber nach, euch zu töten. Ach, keine Sorge, wir haben schon Schluss überlebt. Ach, die Wörter sind doch gar nicht dazu imstande, die zu töten. Die sind doch viel zu schlecht. Ja. Dann haben wir hier, glaube ich. Ist aber wirklich mit allen geredet, ne? Ich weiß nicht, was wir halt sonst noch machen sollen. Ach doch, natürlich. Neue Aufträge annehmen. Ich wusste, dass meine Kinder dich eines Tages retten würden. Das Schicksal führte uns wieder zusammen, Galien. Wie geht's dir? Ha, ha. Warum lachst du? Was für eine bescheuerte Frage, Mac. Wie geht's dir? Mein Leben ist einfach nur dreckig. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du Allison ohne eine Mutter aufwachsen lassen? Ich war nicht bereit, eine Mutter zu sein, Galien. Erinnerst du dich nicht an alle Versprechungen, die wir machten, an alle Abenteuer? Ich, du, Neville, Christopher, Claude. Ich war zu jung und zu naiv, um ein Kind großzuziehen. Was ist mit mir, Mac? War ich nicht auch jung und naiv? Aber für unsere Tochter wurde ich erwachsen. Und du bist hierher geflohen und hast ein neues Leben angefangen. Und die Mavericks nennen dich Mutter, wie ironisch. Du bist ihre Mutter, nicht wahr? Warum konntest du nicht auch Allisons Mutter sein? Sie war das Einzige, was mein Leben lebenswert gemacht hat. Aber davon ist nichts mehr übrig. Mein Herz schlägt nicht mal mehr. Es ist nur ein Stück Eisen. Glaubst du ernsthaft, ich bin mir meinen Fehler nicht bewusst? Glaubst du, dass ich Allison niemals mehr wachen sehen wollte? Ich wollte zurückkommen, Galien, aber was wäre dann passiert? Ich bin Anführer der Mavericks. Ich bin ein Geächteter. Und du warst der Magna Marine. Hätte ich überlebt, wenn ich zurück nach Ismail gegangen wäre? Was würde Allison nur von mir denken, wenn sie wüsste, dass ihre Mutter eine Kriminelle ist? Mach dir darüber keine Sorgen. Sie wird es nie erfahren.
Ja, das ist schon bitter. Hört sich auch komisch an, aber einer meiner Kunden meint, dass in der Lanchester Villa Geister ihr Unwesen treiben. Er meint, dass ein Poltergeist in den Korridoren umhergeht. Nee, sind alles nur Pilzspuren, haben wir schon rausgefunden. Normalerweise nehmen wir es fast nicht an, aber man weiß ja nie. Immerhin kann man nun, seitdem es dieses Royalkunden gibt, alles erwarten. Selbst die Geburt unheimlicher Geister. Naja, Poltergeist, so. Auch das Wort Lanchester Villa. Sonst gibt's aber nichts, alles klar. Hey Seth, wie geht's dir? Galien, ich wollte dich nicht belauschen, aber ich wusste nicht, dass Mac die Mutter von Allison ist. Oh, ist doch scheißegal. Früher oder später hättest du es eh rausgefunden. Dein Leben war voller Ärger. Ich hätte nie damit gerechnet. Ich wollte dir nur das hier geben. Was ist das? Eine Puppe? Allison hat sie mir in jeder Nacht geschenkt. Sie hat es gemacht, um mit mir wieder Frieden zu schließen. Das bedeutet mir viel, aber ich möchte, dass du es behältst. Sie war deine Tochter. Das ist alles, was von ihr übrig ist. Ich glaube, dass es besser ist, wenn du es hast. Ja, aber ich brauche das doch selbst auf der Verteidigung, Mensch. Kannst du dich immer an sie erinnern? Seth, ich. Danke. Du bist ein guter Freund. Hast du schon darüber nachgedacht, was jetzt passieren wird? Was wirst du machen wollen? Ist doch logisch, Seth. Ich folge dir bis ans Ende. Wegen Grant habe ich alles verloren. Ich möchte diesem Rucksack so sehr eine verpassen. Dank des Genesis kann ich die Kräfte des Orihalkons benutzen. Ich würde die nächsten Tage mal ein wenig. Noch kann ich nicht gut damit umgehen, aber das wird schon. Ich muss es tun. Danke, Galien. Du wirst sicher eine große Hilfe sein. Seth, wir werden diesen Wasser gemeinsam schauen. Ah ja, dafür tritt uns das Charakter sogar bei. Cool. Na gut, jetzt? Ja, sonst scheint es hier aber auch nichts zu geben. Dann können wir wieder raus. Keine Ahnung, wie wir noch reden sollten jetzt hier. Ist hier denn noch irgendjemand, mit dem wir noch reden können? Okay, wir waren jetzt nicht komplett überall. Hier waren wir noch nicht, aber hier ist keiner. Da können wir eventuell wieder da runtergehen, wo die Mutti sonst ist. Genau, Speicher können wir auch schon aufnehmen, wo wir sind. Nee, klar, und hier war ja nur das, so. Ich kann doch die Basis wieder verlassen, würde ich sagen. Ich habe Nadja nirgends gesehen, ich frage mich, wo sie hin ist. Ja, auf jeden Fall nicht hier. Nadja. Hey, ist alles in Ordnung? Ja, mach dir keine Sorgen. Weinst du? Was ist los, Nadja? Es ist nur all die Dinge, die passiert sind. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin nicht so wie ihr. Du, Martja, Rudra, Nier und Ferion, ihr seid alle so stark. Ihr setzt in jeder Situation euer Leben aufs Spiel, um den Frieden auf Ariafeld zu bewahren. Aber ich bin nur die Energiequelle, das Objekt, das ihr benötigt. Wenn ich keine Taya wäre, dann wäre ich niemals bei euch gelandet. Ich bin keineswegs so mutig wie ihr. Ich fühle mich so nutzlos. Für dich möchte ich wirklich stärker sein, aber ich gebe mein Bestes, aber ich kann es einfach nicht.
Nadja, was sagst du da? Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Du hast mich gerettet. Weißt du noch? Du hast die Skalanfirms vernichtet. In Benedicta hast du mich und Matja gerettet. Letzte Nacht hast du zusammen mit uns Galien gerettet. Nadja, du bist viel wichtiger, als du glaubst. Vor allem für mich. Seth, ich habe Angst. Wir werden von zwei Reichen verfolgt und die Skalanfirms wollten mehr als nur einmal töten. Es war ein Wunder, dass wir aus Benedicta entkommen sind. Ich habe Angst, dass früher oder später jemand sterben wird. Ich muss jeden Tag über Alice nachdenken. Sie war meine Freundin, meine einzige. Sie ist für immer weg. Was ist, wenn das nochmal passieren wird? Was ist, wenn es dir passiert? Was wird dann aus mir? Jeden Tag riskieren wir unser Leben. Früher oder später wird etwas passieren. Ich möchte gar nicht daran denken. Ich will dich nicht verlieren, Seth. Nadja. Niemand wird sterben. Niemand wird irgendetwas passieren. Nicht solange ich hier bin. Es wird nicht annähernd dazu kommen. Toll. Also jetzt, wo er so gesagt hat, steht er doch noch mehr unter Leistungsdruck. Ich werde immer bei dir sein. Plus 9 HP, plus 3 SP, plus Stärke, 7 Verteidigung, 3 Psi, plus 4 Guess. Und bei ihr auch einiges gestiegen. Naja, immerhin, ne? Immerhin. Ist ja eigentlich die Hauptsache. Wohl zu Mutti. Unsere Wege trennen sich. Ich, Rodra, Elbert und Ferion gehen zum Versteck der Worms. Jeder von uns hat etwas mit diesen Verbrechern zu begleichen. Wenn wir fertig sind, kehren wir hier zurück. Ich, Galienada und Matia verfolgen Grant nach Rael. Er will ins Sternauge zum ersten Sync kehren. Wir müssen herausfinden, was er dort will und ihn aufhalten. Er ist der wahre Mörder Levi Soas. Alles, was in den letzten Monaten passiert ist, war wegen ihm. Es kann immer mehr Opfer geben. Grant Meister von unserer Flucht berichten. Das bedeutet, dass Rael von einer enormen Anzahl an Wengers bewacht wird. Womöglich werden wir Valiant, die Sabbats, Warne oder am schlimmsten Horus selbst bekämpfen müssen. Wir wären soweit. Viel Glück euch allen. Ha, ich wusste es. Jetzt müssen wir uns nämlich wieder entscheiden. Genau, Seth's Team muss Grants Machenschaften stoppen. Um dies zu tun, müssen sie sein Ziel herausfinden und sicher nach Rael zurückkommen, wo sie immer noch gesucht sind. Die Skalpfirms schulden Nion eine Erklärung. Der junge Doktor, dessen Leben von diesen Kriminellen völlig zerstört worden ist, will seine Frau und sein ungeborenes Kind rächen. Oh, ja, nehmen wir mal wieder das erste, ne? Gehen wir chronologisch vor.